Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier von Guild Wars 2. Und oh, ich bin so voller Freude gerade. Ich bin fast ein bisschen überdreht. Also zum einen gibt es eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, ich habe gerade kurz mal in den Event-Timer geguckt, weil ich mir gedacht habe, so, ach stimmt ja, wir sind ja gerade im Funkenschwebersumpf, ne? Guckst du mal, wann kommt eigentlich Tickwartel? Tickwartel beginnt in 2 Minuten. Deswegen werde ich diese Karte jetzt wirklich versuchen, ganz schnell durchzurushen, also nicht die ganze Karte, aber ich werde jetzt wirklich quer durch die Karte laufen, um zu Tickwartel zu kommen, denn der startet jetzt dann. Und den würde ich doch gerne mitnehmen. Dann haben wir nämlich mal wieder einen Weltenboss und das ist richtig cool. Und zum anderen komme ich gerade von einer Aufnahme von einem Projekt, das jetzt alle 2 Tage um 12 Uhr laufen wird, anstelle von Dark Souls, weil das habe ich jetzt abgeschlossen, beziehungsweise nicht 100% abgeschlossen. Uns fehlt noch Dark Souls 2. Ich meine, uns fehlen noch die DLCs. Aber ich wollte ohnehin ganz gerne ein bisschen ein Päuschen machen nach Dark Souls. Also erstmal eine Dark Souls Pause, weil es ist ja ein dritter Teil schon angekündigt oder ist er schon draußen? Ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle wollte ich da erstmal ein bisschen Päuschen davon haben, bevor ich damit anfange. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, es kommt ein ganz, ganz geiles Projekt. Das kam aus nichts. Aus nichts hat es plötzlich geheißen, neuer Teil. Und ich so, what? What? Ernsthaft? Und ich war so baff, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich das zum Anlass. Ich wollte ohnehin eine Pause von Dark Souls 2 machen. Oder nach Dark Souls 2 machen. Dann nehme ich das zum Anlass zu sagen, okay, wir haben die Hauptstory durch. Ich will jetzt anschließend, ich werde das mit, werde die DLCs jetzt erstmal auch noch nicht machen. Ich mache jetzt dieses Projekt, dieses neue. Und da kommt jetzt, wenn dieses Video online ist, zeitgleich ein zweites Video online. Und wenn ihr bisher Daedalic Entertainment in einem guten Gedanken als Erinnerung habt und bei Daedalic sofort an Rufus denkt und Elysium und so weiter und so fort, also sprich an Deponia, dann könnt ihr euch schon vielleicht vorstellen, was für ein Projekt zeitgleich mit diesem Video heute online gegangen ist. Ja, es ist ein neuer Deponia-Teil draußen, Deponia Doomsday. Und mal gucken, um was es sich handelt, ob wir überhaupt unseren Lieblingsprotagonisten wiedersehen. Das ist ja das nächste. Mal gucken, ob der überhaupt dort wieder vorkommt. Oder vielleicht auch nicht. Ob wir bestimmte Helden sehen. Oder vielleicht auch nicht. Wer weiß? Es gibt so viele Dinge. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil ich möchte nichts von den vorhergehenden Teilen verraten. Also mal gucken, um was es sich überhaupt handelt. Handelt es sich überhaupt um die Deponia-Geschichte, die wir bisher kannten? Oder handelt es sich vielleicht um was komplett anderes? Also ich will da jetzt wirklich bewusst nichts verraten, weil vielleicht haben auch Leute den dritten Teil noch gar nicht gespielt. Und das wäre ja auch irgendwie doof, ne? Deswegen versuche ich jetzt mal lieber still zu sein, bevor ich was sage, was ich nicht sagen will. Falls ihr das nicht vielleicht sogar schon getan habe, wer weiß. Nee, es freut mich tierisch. Und wie gesagt, zeitgleich mit diesem Video ist ein Teil von Deponia Doomsday online gegangen. Also wenn ihr euch dafür interessiert und sagt so, yo, das würde ich mir anschauen, dann könnt ihr auf meinen Kanal ja jetzt vorbeigucken. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, ich will das selber spielen. Oder, nee, mich interessiert es gar nicht, wer weiß. Es gibt ja manche Leute, die sagen so, ja, ich will es selber spielen, ich schaue es mir trotzdem an. Es gibt Leute, die sagen, nee, ich will es nicht spielen, aber ich will es mir anschauen und so weiter und so fort. Ja, die Tickwartel-Sequenz haben wir leider verpasst, denn wir sehen ihn nämlich dort schon in der Ferne. Jetzt hoffe ich nur, dass ich auf einer guten Karte gelandet bin. Aber vermute ganz stark, dass ich auf einer leeren Karte bin. Okidoki. Die Quartel ist nämlich ein Weltenboss, wer das nicht weiß. Gucken, wie es aussieht von den Leuten hier. Der Wall scheint nicht aufgebaut zu sein. Ich sehe auch keine Leute. Sind auf einer komplett leeren Map. Oh! LFG. Tickwartel-Taxi, 4 Kommis. Ja! Ja! Wir kommen noch drauf! Gut, um diese Uhrzeit ist es aber auch leichter. Sehr gut. Es sind jetzt nicht so viele Leute auf der Map, aber es ist besser wie nichts. Das ist der gute Tickwartel und den versuchen wir jetzt wegzubekommen. Genau. Mal gucken. Was sollen wir denn am besten? Finger angreifen? Können, glaube ich, keine Konnis bekommen. Ich glaube, wir sollten lieber Tickwartel angreifen. Was, wir gehen hier hin, weil hier sind die Caster. Ich gehe da mal. Nein, ich wollte das nicht. Oh, verdammt.
in den Einsatz zurück. So. So. Jetzt soll meine Minions holen. So. Es leckt halt ein bisschen. Das ist halt leider normal, wenn man ein Weltenboss-Event macht. Bei Aufnahmen leckt das ganz gerne mal. Ah, das sieht so ganz anders aus, wenn man das aus dem Todesschleier ausmacht. Ja gut. Lernen wir heute das erste Mal Tequartel kennen, ne? Ich den gleich mal ein paar Connies drauf. Oh. Zaubern. Finger vielleicht? Okay, never mind, wir sind tot. Ich habe die Wegmarke nicht. Oh, fu. Fu, I don't have the waypoints around. Thanks. Das ist nett von denen, dass sie mich retzen. Weil das ist halt normalerweise. Wow! Nee. Aber halt nicht so viel Defensive. Und. Alle. Hopp! Es ist nämlich auch ein Erfolg, den Wellen mehrfach auszuweichen. Ich glaube, ich bleibe da erstmal fern. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich dort vorne. Hab nicht so viel Defensive. Das heißt, ich kümmere mich dafür darum, hier zum Beispiel die Mobs fernzuhalten, damit die hier nicht die Kanoniere treffen. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Was ist wichtig zu wissen? Bei Tequartel gibt es halt natürlich ein bestimmtes System. Oh, ich habe ja gar nicht meinen Stab ausgerüstet. Ich wollte die ganze Zeit Felder legen. Deswegen habe ich jetzt auch einfach mitten in der Prärie plötzlich mein Horn zum Unterbrechen benutzt. Tequartel hat ein Stack-System. Das sieht man, wenn wir ihn endlich mal ins Target bekommen. Hier. Gehärtete Schuppen. Die müssen runter. Weil wenn man die nämlich nicht runterbekommt, ja, dann kommt so eine Wand hoch, die man erst kaputt machen muss. Das ist nicht so toll. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen bei Tequartel. Dann, er macht ziemlich bösen Schaden. Definitiv. Er macht sehr, sehr bösen Schaden. Wenn man da vorne steht. Dann gibt es die Kanoniere. Die kümmern sich darum, dass diese Stacks von ihm verschwinden. Ja, hier macht er zum Beispiel diesen giftigen Hauch da. Der viert alle Leute weg. Was man kann hier... Achso, nee, passt schon. Dachte schon, man sollte hier gleiten. Nee, nee. Dann können die auch noch Spells benutzen, die heilen. Die Kanoniere. Und die Gift entfernen, denn es tauchen immer so Giftfelder auf. Der spuckt immer wieder Giftfelder aus. Und, deswegen ist es ganz wichtig, dass die Kanoniere auch beschützt werden. Weil wenn die nämlich da von den ganzen Mobs hier angegriffen werden, die hier in verschiedenen Wellen kommen, da gibt es also verschiedene Wellen, wann die immer kommen, wenn die dann die Leute hier immer töten, dann wäre das ein bisschen schlecht. Weil dann können die nicht die Stacks runternehmen und wenn die Stacks nicht runtergenommen werden, ja, dann sieht es halt schlecht aus. Ne? Dann gibt es halt diese Finger, die spawnen halt auch immer wieder, die müssen also auch entfernt werden. Also es gibt also so ein paar Dinge zu beachten. Also gerade als Tequartel ja stärker gemacht wurde, weil es gab ja damals, als das Raid-System geändert wurde, 2015, kam auch ein krasser Damage-Boost ins Spiel. Und da haben sie dann auch viele Bosse ein bisschen schwerer gemacht, unter anderem auch Tequartel. Und da hat es, tatsächlich ist er da, glaube ich, sogar auch mal gescheitert. Es hat also echt gedauert. Und generell, wenn niemand die Kanone oder so benutzt, geht das ziemlich schnell nach hinten los. Also es ist tatsächlich ein Boss, da wo man sich nicht einfach hinstellt und drauf kloppen kann und den Rest, der Rest hört schon irgendwie auf. Nee, nee, also da muss man schon tatsächlich auch ein bisschen was tun. Außer Reichweite. Jetzt? Ach so, falschen Fuß. Das ist also tatsächlich, da muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass man da halt auch was macht. Zum Beispiel der Zerschmetterer damals, bevor der nochmal gereworked wurde, konnte man den halt damals tatsächlich einfach relativ brain... Oh, wir sind gerade unter Wasser gesogen worden. Da gibt es im Übrigen ganz unten eine Truhe. Das war jetzt gerade durch Zufall. Also immer, wenn er in solche Phasen geht, wird man hier unter Wasser gezogen. Und da gibt es ganz unten eine Truhe. Die zu finden, ist im Übrigen ein Erfolg. So, ich muss mir jetzt hier nach oben retten, denn du verlierst hier unter Wasser konstant Lebenspunkte.
Ja? Kann ich nicht? Was? Es ist buggy. Ich komme nicht raus. Das ist schlecht. Komme ich hier nicht raus? Was ist da los? Jetzt bin ich endlich rausgekommen. Eieieiei. Das ist auch ein Erfolg. Sowohl für die Quartel, als auch noch für ein paar andere Sachen. Dass man in so einen Wirbel reingezogen wird. Es gibt tatsächlich auch Leute, die, ja, haben da echt Pech und ich bin da sofort reingezogen worden. Und hier gibt es halt jetzt 4 Stellen, die man halt ja, beschützen muss, sag ich mal. Nehmen wir mal die Wegmarke hier jetzt mal mit, wobei, nee, das bringt mir nichts. Die man beschützen muss, ihr seht das hier auf der Seite, die nehmen nämlich Schaden. Und dieser Laser schießt nämlich jetzt dann die Quartel wieder vom Himmel, da fliegt er jetzt rum. Das Ganze passiert 3-mal, wir haben also 3-mal so eine Batteriephase. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden, da bleibt man also noch hier, macht das noch alles. Man fährt die Gegner zum Beispiel hier weg, damit die nicht so viel Schaden nehmen, die Batterien. Deswegen fährt man die weg, schubst die weg und so weiter, haut Damage drauf und so weiter und so fort. So, und jetzt haben wir 15 Sekunden und spätestens bei 10 Sekunden sollten sich die Leute eigentlich allmählich auf den Weg zurück machen. Denn der Gute wird jetzt nämlich abgeschossen. Deswegen gehen wir jetzt mal hier vor. Wo ist ein Heldenbanner? Cool. Das nehmen wir mal mit. Und was ganz cool ist bei Tequartel, noch sehen wir ihn nicht. Aber man kann ihn hier jetzt schon angreifen. Wir sehen ihn schon, aber man macht ihm hier jetzt schon Schaden, wenn man hier steht. Bevor er überhaupt aufkommt. Das ist ganz witzig. Das ist total witzig. So, wann bekomme ich auch mal Schadenszahl? Hallo? Jetzt bekomme ich endlich mal Schadenszahl. Dachte schon, ich bekomme keine Schadenszahl. Und hier gibt es halt Spots, wie hier dann den Spot, wo ich gerade stelle, ist halt der Triple Damage Spot. Da trifft man den halt. Oder doch nicht? Habe ich nicht den Triple Damage Spot? Okay, ich bin zu doof für den Triple Damage Spot. Gibt halt auf alle Fälle so einen Spot, an dem, wenn man steht, macht man Tequartel halt dreifachen Schaden. Wow, da hat es einige weggeschleudert. Ja, ist gerade ein bisschen laggy. Sind viele Leute da. Das heißt, da sollte man vielleicht Rückenteile oder so. Werden teilweise sogar ausgeblendet, glaube ich, von Spiel. Minis werden auf alle Fälle ausgeblendet. Das weiß ich. Aber es ist halt auch zu empfehlen, in solchen Sachen vielleicht auch ein bisschen, zum Beispiel das standardisierte Feindmodell einzuschalten. Oder Charaktermodell. Damit das Spiel nicht die kompletten Sachen laden muss, wie das, wie alle ausschauen. Es ist also da eine ganz gute Sache, dass man da vielleicht mal guckt. Namen ausblenden kann auch helfen von Spielern. Dann wird es hier auch ein bisschen flüssiger. Es gibt also hier verschiedene Möglichkeiten, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Weil der beste Computer kann schon mal passieren, dass er hier in diesen Momenten ein bisschen in die Knie gezwungen wird. Jetzt hole ich mir mal meine Minions, weil ich bin ja immer Minion Master und habe keinen einzigen meiner Minions dabei. Ist auch irgendwie doof. Was auch ganz wichtig ist, viele Leute machen das immer ganz nett. Die stellen sich einfach irgendwo hin, die suchen sich eine gute Karte. Und dann warten sie, bis die Leute die Quartel kaputt gemacht haben. Gehen in der letzten Phase her, hauen noch ein paar Mal die Quartel an und looten dann die Kiste. Würde ich euch nicht empfehlen, denn wir bekommen jetzt dann gleich auf der Seite eine wundervolle, bekommen wir mehrere Wackeltruhen, sobald wir den getötet haben. Und diese Wackeltruhen bekommt ihr nichts. Wenn ihr nicht jedes Mal bei diesen Phasen dabei seid, wie halt jetzt diese Batteriephasen nennt man sie, das nicht macht, ja, dann kriegt ihr da nichts. Das ist ein bisschen doof. Deswegen, das ist ein ganz, ganz gut zu wissen. Könnte auch ein bisschen laut gerade sein, ne? Muss ich dann nachher nochmal gucken, aber ich glaube, es passt normalerweise. In 20 Sekunden, die hauen alle schon ab. Ja, manchmal buggt das bei mir. Da will er mich nicht zurückschleudern. Sehr seltsam. Naja, auf alle Fälle solltet ihr schon bei allen Batteriephasen dabei sein, um halt auch wirklich alle Truhen zu bekommen. Ihr seht jetzt, was für einen Schaden die an den Batterien machen. Ja, also deswegen sollte man schon auch wirklich bei den Batteriephasen mithelfen. Weil das ist halt tatsächlich echt, das ist nicht ganz ohne. Ja, kriegen wir ihn ins Target? Ja. So, und dann saugen wir den mal hier ein bisschen aus. Halt jetzt so quasi die Damage-Phasen, wo wir ihn angreifen können. Kurzzeitig. Aber den Triple-Damage-Spot habe ich jetzt nicht gefunden bisher.
Da, jetzt mache ich an zwei Stellen ganz Schaden, doch. Ein Triple Damage habe ich nicht gefunden. Schade. Oh, jetzt habe ich mal Minion gefressen. Oh, guck mal, da ist ein Portal. Oh, cool. Das ist nice. Dankeschön. Das befördert uns hier nach vorne. Und das befördert uns hier rüber. Da gibt es die anderen beiden Stellen, schauen genauso aus wie hier. Das ist einfach nur so ein Ding und das beschützt man. Wobei es halt unterschiedliche Sachen gibt zu machen. Es gibt eine Stelle, wo man so Raupenlöcher stampfen muss. Und ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es ist einfach überall das Gleiche. Hier kommen ein paar Mobs und die tötet man. Es sind halt unterschiedliche Mobs, die kommen. Hier sind es halt die Kreid. Da flog die Quartel mal nochmal vorbei. Ist schon sehr schön gemacht. Die Events sind schon sehr schön. Ich mag das. Klar, es ist jetzt nicht so das überaufwendigste Ding, muss man sagen. Wobei, ich weiß nicht, also als Melee da vorne stehen, weiß ich, ob ich das wollen würde. Man ist halt da auch ein bisschen auf die Kanoniere angewiesen, dass die halt auch anfangen, ja, ihre Arbeit zu tun, dass die also auch entgiften, wenn vorne zu viele Giftfelder sind, was leider bei Maps, die random sind, leider nicht so oft passiert. Wenn man auf einer organisierten Map ist, dann wird das schon gemacht. Dann gehen die auch her und sagen, wir brauchen Leute, die entgiften und so weiter, die auch buffen, denn es gibt auch einen Schuss für die Kanoniere, der bufft, kommt also Macht. Ich glaube, der Generation und solche Sachen, auf alle Fälle kriegt man halt echt viele Buffs. Und das schadet also nicht, da diese Buffs halt auch genauso zu benutzen. Also da sollte man vielleicht schon auch ein bisschen gucken, was sich da vielleicht auch drum kümmert. So, jetzt machen wir uns auf den Weg und jetzt sollte Swift jetzt die letzte Damage-Phase gewesen sein. Es gibt halt einen Erfolg, dass man halt die drei Batteriephasen alle in einem Run so quasi mal besucht, also nicht die mittlere. Das hat einen Erfolg. Ja, irgendwie kriege ich die Quartel. Also ich mache hier mit meinem Necro mache ich hier gerade keinen Schaden, obwohl normalerweise müsste ich ihm eigentlich schon Schaden machen, obwohl er noch gar nicht da ist. Das ist halt eigentlich so eine Geschichte bei die Quartel. Na gut, nutzen wir wieder einen Todesschleier und saugen gut ein bisschen aus. Hier sieht man halt die drei Spots, an denen man normalerweise Schaden machen würde, wenn man den Triple Damage Spot denn treffen würde. Aber ich treffe ihn nicht. Ihr seht, die letzte Phase, da droppt dann nochmal um einiges schneller. In der letzten Phase geht das sehr, sehr zügig. Sehr, sehr zügig. Und damit wäre er tot. Der gute Tickwattel. Er bekommt hier einen Goldhammer bekommen. Und hier die Truhe. Und da hat man ihn jetzt noch abstürzen sehen. Da habe ich jetzt nicht so gut aufgepasst. Ich habe mal versucht, da nach vorne zu schwimmen. Leider bringt das einem nichts. Da vorne ist nichts. Leider. Also man kann nicht so weit vorschwimmen, um zu gucken, wo er vielleicht hin ist. Ja, und das hier ist halt eben diese... Bringt einen das denn hin? Ach, das ist ja nett. Ich möchte gern wieder hier hin. Das hier ist halt diese Kiste so quasi, die man am Ende looten kann. Und ob ihr Tickwattel schon gelootet habt, seht ihr hier an den offenen Kistensymbol. Zudem ist es halt so, dass ihr den nur einmal am Tag machen könnt. Also ihr müsst dann immer bis zum Daily Reset warten. Der ist momentan um 1 Uhr morgens. Und dann könnt ihr so quasi wieder neu looten. Nachdem ihr Tickwati besiegt habt. Jetzt, wenn ihr nochmal machen würdet, würdet ihr davon nichts bekommen. Außer halt Karma, die Karma-Belohnung, die Event-Belohnung, die bekommt ihr schon. Aber die Truhe könnt ihr nicht looten. Und diese Wackeltruhen bekommt er, glaube ich, auch nicht. Sprich, er bekommt also gar nichts. So ein Kartenbonus, den würdet ihr bekommen. Ja, gut. So, das sind jetzt eben die Wackeltruhen. Und die kriegt er halt nur, wenn er halt auch mitmacht bei diesen drei Phasen. Für das bekommt er die drei Truhen. Soweit ich das weiß. So, machen wir mal überall schon auf und gucken mal, ob wir einen guten Loot bekommen haben. Haben wir auf alle Fälle Karma bekommen. Dann kann man mal so machen, dass man mal sieht, wie viel Karma kriegen wir. Ja, das ist so schön viel Karma. Da kann man sich nicht beschweren. Da ein paar Silber sind auch drin. Und dann halt noch alles mögliche andere. Das brauchen wir nicht. Oh, guck mal, das ist... Nee. Ich wollte gerade sagen, es ist besser als das, was wir haben momentan. Nein, es ist nicht. Ah, das ist besser als das, was wir haben. Kraftpräzision? Na dann, nehmen wir das doch gleich mal mit. Hier, das habe ich transportiert, deswegen fragt er da jetzt so. Kraftprezi?
Der andere wäre Prezi Wildheit. Ja. Definitiv ist besser als das, was wir momentan anhaben. Fokus nutzen wir nicht. Die Schuhe sind besser. Ja. Was hatten die denn für Werte? Kraft Wildheit, okay. Schild brauchen wir nicht. Hier hat man nochmal ein Horn. Das Horn ist nochmal besser. Okay. Was hatte das für Werte? Kraft Wildheit. Das wäre für unter Wasser. Nee. Ist nicht besser. Ja. Sollen wir schon auf Axt umsteigen? Nein, ich würde sagen so... Ja, wobei... Ich würde tatsächlich sagen, wir steigen auf Dolch um, sobald es uns möglich ist. Würde ich mal sagen. Sollten wir vielleicht demnächst machen, auf Dolch umsteigen. Wenn wir ja jetzt vom Kondischaden weggehen wollen. Sieht es hier aus, das ist besser. Beziehungsweise, das ist ein Speer. Was ist denn das, was ich momentan main benutze? 448. 5, okay, das ist besser. Yep. Ansonsten können wir nicht benutzen. Noch ein Stab. Achso, das ist für Unterwasser. Ja gut, dann können wir den Rest jetzt hier schön noch wiederverwerten. Da haben wir uns jetzt dadurch echt besser ausrüsten können. Das hat sich doch definitiv für uns gelohnt, würde ich mal sagen. Und wow, die Zeit ist schnell vergangen. 21 Minuten schon wieder vorbei. Krass. Gott, sehen wir momentan gerade hässlich aus. Sehr schön. Ja, sobald wir Level 80 sind, geht es dann los, unseren finalen Stil zu finden. Ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.